Wenn ich mir die Zahlen und die Statistiken angucke, dann ist es ja doch so, dass die Frauen in den technischen Forschungsbereichen nicht so stark unterwegs sind. Wie ist das in deinem Bereich? Ist das typisch? Schon in der Ausbildung als Industriemechanikerin war ich damals in meinem Lehrjahr die einzige Auszubildende. Insofern kenne ich diese Diskrepanz Frauen in technischen Berufen oder in besonders technisch geprägten Zweigen und hatte das auch in meinen Bachelor- und Masterstudiengängen gesehen, dass oftmal Frau sich vielleicht einfach nicht traut, aber das ist total unbegründet meiner Meinung nach. Und ich stehe absolut dafür, dass Frauen sogar sehr, sehr gut geeignet sind in technischen Berufen und auch in technischen Forschungsbereichen, weil gerade gemischte Teams auch besonders effektiv arbeiten, meiner Meinung nach. Frauen haben immer eine andere Sichtweise als Männer, was gerade in Forschungsprojekten, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet, sehr, sehr inspirierend und auch fördernd sein kann. Insofern stehe ich absolut dafür, dass Frauen sich überhaupt nicht verstecken brauchen, ganz im Gegenteil. Ich bin sogar dafür, dass Frauen auch mehr Sichtbarkeit erlangen sollten. Deswegen engagiere ich mich beispielsweise im Bayern-Mentoring, dem sogenannten Elite-Mentoring an der Hochschule Hof und war dort schon als Studierende auch Menti, habe das Programm an und für sich sehr genossen und möchte auch dort meine Business-Erfahrungen an junge Studierende weitergeben als Mentorin. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was macht man genau in diesem Mentoring-Programm? Wie geht das so vor sich? Das ist ja ganz interessant auch für Studentinnen. Genau, dieses Elite-Mentoring-Programm richtet sich vorzugsweise an besonders gute Studierende, also Studentinnen. Und dieses Programm setzt sich insofern zusammen, dass immer ein Tandem gebildet wird. Bedeutet, das Tandem besteht aus einer Mentee, also einer Studentin an der Hochschule, und einer erfahrenen Frau aus der Berufswelt. Und dieses Tandem ist dazu da, dass man voneinander und füreinander lernt. Also die Mentorin gibt dem Mentee oder der Mentee Informationen, Tipps, Tricks, sowohl in den Bereichen soziale Kompetenz, aber auch fachliche Schwerpunkte werden dort diskutiert. Auf der anderen Seite kann auch die Mentee der Mentorin ein bisschen ja, unterstützen im Sinne, was gerade die Generation XY beschäftigt oder was gerade so ein bisschen ja, in ist oder Trend ist und man kann sich so gegenseitig unterstützen und helfen. Und ein wichtiger Punkt ist auch das Netzwerken. Durch diese ganze Geschichte mit der Tandembildung und auch durch das Mentoring werden Netzwerke grundlegend gefördert und auch dort an der Stelle intensiviert. Liebe Studentin, das war jetzt nochmal ein kostenloser Werbeblock und ein Mehrwert für euch zum Thema Mentoring an der Hochschule Hof. Also wer Interesse von den Studierenden, also in dem Falle wirklich insbesondere Studentin hat, der kann sich gerne über die Webseiten der Hochschule Hof über das Mentoring-Programm informieren.